Der US-Journalist Dugan hat neue Beweise für die Sprengung von Nord Streams durch die USA vorgelegt. An der NATO-Übung Baltops 2022, die im vergangenen Sommer in der Nähe der dänischen Insel Bornholm stattfand, waren amerikanische Taucher mit Tiefseeausrüstung beteiligt, wie aus einem anonymen Brief hervorgeht, den US-Journalist John Dugan erhalten hat. Er hat den Text des Briefes dem russischen Nachrichtendienst bereitgestellt. Laut Dugan hat er allen Grund, der anonymen Quelle zu vertrauen, da er Beweise vorgelegt hat, Fotos von der Übung und Dokumente. Er bat jedoch darum, diese nicht zu veröffentlichen, da er befürchtete, seine Identität preiszugeben. Der Brief wurde am 2. Oktober von einem Einweg-E-Mail-Konto aus verschickt. Dugan versuchte, den Verfasser zu kontaktieren, aber es gelang ihm nicht. Ich habe volles Vertrauen in den Brief. Er enthält Details, die nur jemand, der mit der Übung Baltops 2022 und der Tiefseeausrüstung vertraut ist, hätte liefern können. Alles war korrekt, sagt der Journalist. Der Verfasser des Briefes behauptet, an der Baltops-Übung im vergangenen Juni teilgenommen zu haben. Ihm zufolge lieferte ein Hubschrauber am 15. Juni eine Gruppe von Amerikanern in Zivilkleidung ab. Mein erster Gedanke war, sie sahen aus wie eine Gruppe von Terroristen, heißt es in dem Brief. Der Autor erklärt, dass er ihre Frisuren, Schnurrbärte und Bärte sowie das Fehlen von Namensschildern seltsam fand. Die Taucher wurden von einem Vizeadmiral der 6. Flotte der US Navy und einer Gruppe von Männern in Zivilkleidung empfangen. Ihr Gespräch konnte der Autor wegen des Lärms des Hubschraubers nicht hören. Der Zeuge sagte, er habe bemerkt, dass die Amerikaner MK-29 Kreislauftauchgeräte hatten, die ein Helium-Sauerstoff-Gemisch zum Tiefseetauchen verwenden. Sie hatten auch hochentwickelte und teure Ausrüstung dabei, die von konventionellen Marineeinheiten nicht verwendet wird. Sie hatten auch kleine Kisten dabei. Die Taucher selbst sagten, sie würden an einer Minenräumungsübung teilnehmen. Sie sollten mit einem Gummiboot in ein bestimmtes Gebiet fahren, Antischiffsminen finden und entschärfen. Allerdings hatten sie nicht die nötige Ausrüstung dafür. Und nachdem sie mit dem Vizeadmiral gesprochen hatten, so der Verfasser des Briefes, fuhren sie nicht in das Übungsgebiet und waren lange Zeit abwesend. Sie verließen das Boot mit ihren Kreislauftauchgeräten und verschwanden für mehr als 6 Stunden unter Wasser. Es gibt keine autonome Ausrüstung, die es einem Taucher erlaubt, 6 Stunden lang unter Wasser zu bleiben. Mit den neuesten militärischen Systemen sind es höchstens 3 oder 4 Stunden, heißt es in dem Brief. Nach Angaben des Verfassers kehrte das US-Militär bereits ohne ihre Kisten zurück. Dann holte ein Hubschrauber sie ab. Beim Briefing vor Baltops 2022 sagte der Kommandeur der 6. Flotte, Vizeadmiral Eugene Black, dass die Übung auch Übungen zum Minenräumen unter Wasser umfasse. Da der Verfasser des Briefes jedoch nicht kontaktiert werden konnte, konnte Dugan die Identität des in dem Brief erwähnten Vizeadmirals nicht bestätigen. Am 8. Februar veröffentlichte der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete amerikanische Journalist Seymour Hersh einen Artikel über die Untersuchung des Unfalls der auf dem Grund der Ostsee verlegten russischen Gasexportpipelines. Seiner Version zufolge haben US-Taucher während des Baltops 2022 Sprengstoff unter Nord Stream 1 und Nord Stream 2 platziert, den die Norweger 3 Monate später mit einem Aufklärungsflugzeug vom Typ Boeing P-8A Poseidon zur Explosion brachten. Der Artikel ist recht interessant und ich wollte ihn sogar auf meinem Kanal ausstrahlen, aber es mangelt ihm an objektiven Beweisen. Der Autor bezieht sich hauptsächlich auf eine Quelle, die sich nicht zu erkennen geben will und auf Zitate von Biden und seinen Kollegen. Übrigens habe ich das Flugzeug, das den Sprengstoff gezündet haben könnte, auf Flight Radar 24 gefunden. Hier ist es. Es machte 1 Stunde nach dem Vorfall einen Vollkreis über dem Gebiet der Explosion in Nord Streams. Die Poseidon flog vom Atlantik her ein, wurde über Polen von einem Tankflugzeug aufgetankt, ging allmählich in den Sinkflug über und verschwand vom Radar, wobei es ihren Transponder abschaltete. Bei all dem entschied sich Präsident Joe Biden nach mehr als 9 Monaten geheimer Diskussionen mit dem nationalen Sicherheitsteam für ein Ablenkungsmanöver, wie der Journalist berichtet. Seiner Ansicht nach war der Grund dafür Bidens Befürchtung, dass Deutschland, das über die Nord Stream Pipeline Gas aus Russland bezieht, sich nicht an der Militärhilfe für die Ukraine beteiligen wollte. Washington wies die Anschuldigungen vehement zurück. Der Angriff auf die russischen Exportpipelines ereignete sich am 26. September, als an 4 Stellen gleichzeitig Gaslecks entdeckt wurden. Schweden, Dänemark und Deutschland führen Untersuchungen durch, haben aber noch keine konkreten Ergebnisse geliefert. Der Kreml bezeichnete den Unfall als einen Akt des internationalen Terrorismus.